Aloha, liebe Fischegeborene, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn auch dich interessiert, was denn der Juli für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello my lovelies, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, liebe Fischegeborene, ich begrüße euch hier recht herzlich zu eurer Monatslegung für den Monat Juli 2023. Du bist hier vollkommen richtig, wenn du die Fische im Sternzeichen Mond, Venus oder Aszendent hast. Und selbstverständlich kannst du hier auch gut zuschauen, wenn du auf eine oder auf einen Fischegeborenen schaust als Crosswatcher. Ja, hier seht ihr die vier Kartendecks, mit denen ich jetzt hier heute legen werde. Die genaue Beschreibung der Karten findet ihr wie immer in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Und falls du Interesse an einer privaten Kartenlegung hast, kannst du dich gerne an meine E-Mail-Adresse wenden. Diese lautet sie.caro.tarot@gmail.com. Ja, Leute, wie ihr seht, habe ich schon wieder eine andere Stage. Es tut mir leid, dass ich euch momentan hier überall mit hinschleppe, aber sonst könnte ich leider keine Videos vorab machen, weil wenn dieses Video hochgeladen wird, werde ich schon in Urlaub sein. Und ja, jetzt schauen wir mal in die Karten und jetzt lege ich erstmal wieder das große Blatt aus und dann lege ich mit euch zusammen noch die zwei Orakelkarten. Bis gleich. So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich das große Blatt jetzt ausgebreitet. Jetzt möchte ich ganz gerne mit euch zusammen noch eine Hauptenergiekarte springen lassen. Welche Energie begleitet die Fischegeborenen durch den Juli? Welche Botschaft möchte hier raus für die Fische? Ah, okay, es sind zwei, wir nehmen sie jetzt, okay? Wow, wir haben hier alles ist gut. Nein, Leute, genau diese beiden Karten fielen auch bei der Jungfrau-Legung. Also, vielleicht hast du es ja hier irgendwie mit einer Jungfrau im Gegenüber zu tun oder aber es ist ein Aspekt auch in deiner astrologischen Chart. Also vielleicht hast du die Jungfrau im Aszendent oder vielleicht schaust du ja auch hier das Fische-Video, weil du, was weiß ich, vielleicht im Mond die Fische hast oder so. Also unbedingt die Jungfrau-Legung ansehen. Das ist ja völlig crazy. Wow. Also, lieber Fischegeborene, es geht hier auf jeden Fall. Es fehlt ja noch die Liebeskarte. Entschuldigt bitte. Ich bin total erstaunt. So, was zeigt sich in Sachen Liebe für die Fischegeborenen im Juli? Welche Botschaft darf ich hier überbringen? Und wir haben die Kommunikation. Okay. Also, meine Lieben, es geht hier auf jeden Fall darum, dass du einen schönen Juli haben wirst, liebe Fischegeborene. Und es ist so, dass es bei dir auch im Juli um das Thema Selbstverantwortung geht. Und darum, dass du eben in gewissen Bereichen oder in einem gewissen Thema oder Lebensbereich eben Verantwortung für dein Leben, für deine Entscheidungen übernimmst. Die Lorelei ist eine echt interessante Karte, weil du siehst ja hier, dass sie schon deutlich größer ist als hier dieses Boot, wo diese Menschen hier drauf sitzen und sie hat es eben in der Hand. Das bedeutet, überleg dir genau, was für Entscheidungen du im Juli triffst und mach dir eben auch bewusst, dass du ein göttliches Wesen bist, dass aus dir heraus die Schöpferkraft am Werke ist und du eben mit einer falschen Entscheidung oder mit einem Ruck hier sozusagen dieses Boot hier auch zum Kentern bringen könntest. Also das bedeutet, mach dir eben auch bewusst, dass deine Entscheidungen hier im Juli auch scheinbar eine sehr tiefgreifende Wirkung haben werden für dich und also für den weiteren Verlauf sozusagen, für deine weitere Zukunft. Und ja, mach dir auf jeden Fall aber auch deine Größe bewusst und auch die Differenz, die du vielleicht auch hier zu einer Sache oder vielleicht auch zu einem Menschen oder zu mehreren Verbindungen hier eben auch hast.
Und die Karte Alles ist gut sagt dir eben wirklich, dass der Monat Juli für dich energetisch sehr, sehr schön verlaufen wird, dass sich hier Dinge für dich zum Positiven entwickeln, dass du gesegnet bist, dass du beschützt bist. Wisse das einfach. Das ist wirklich eine Karte, die sehr selten fällt und sie ist einfach sehr, sehr hochschwingend auch, ja. Und interessanterweise hast du auch hier die zwei Sonnen nebeneinander aus den Lenny als auch Tarotkarten. Und auch das hat mir schon im großen Blatt gezeigt, dass du auf jeden Fall mit einer glücklichen Wende rechnen darfst im Juli oder eben, dass sich Dinge für dich hier wirklich gut entwickeln. Ja, das kann wirklich alles bedeuten. Wisse einfach, alles ist gut, so wie es ist. Und auch wenn du das vielleicht gerade nicht so sehen kannst, ja, weil du vielleicht enttäuscht bist vom Leben oder wie eben sich gewisse Dinge entwickelt haben, wisse, dass wenn du in der Rückschau nochmal darauf blickst, sich oftmals für uns Menschen dann zeigt, dass die Sachen doch richtig und gut waren, als sie so eingetroffen sind, wie sie eingetroffen sind, ja? Und scheinbar geht es für dich eben auch um Kommunikation, liebe Fische, Frau oder Fische, Mann. Also kommuniziere offen und ehrlich, kommuniziere überhaupt, ja? Auch das sagt natürlich auch die Karte hier, dass es wichtig ist, auch sich auszutauschen. Ja, vielleicht bist du ja ein bisschen im Rückzug oder ich sehe hier halt auch bei dir sehr viele Unklarheiten, die vielleicht auch mit Konflikten zu tun haben können. Und hier wäre halt einfach die Lösung des Problems, dass man miteinander redet oder eben auch auf einer anderen Ebene miteinander kommuniziert. Ja, also du bist hier viel vernetzt, du wirst auch viel in Kommunikation mit anderen im Juli treten. Wenn ich das jetzt noch mit den anderen Karten hier aus dem Outcome verbinde, hier haben wir nämlich noch das Schicksalskreuz und wir haben die Welt, wird hier für mich angezeigt, dass du vor einem Wendepunkt gerade in deinem Leben stehst und dass sich jetzt im Juli schicksalshaft ein neues Kapitel in deinem Leben öffnen wird. Aber dieses kann sich erst öffnen, nachdem ein altes Kapitel geschlossen wurde. Ja, also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich könnte meinen, auch die Welt war bei der Jungfrau im Outcome. Leute, also schaut euch unbedingt mal die Jungfrau-Legung an. Das ist schon der absolute Wahnsinn, ja, dass hier diese beiden Karten aus den mystischen Orakelkarten da rausgefallen sind. Die Welt steht natürlich aber auch ganz generell für dein Leben, dass dein Leben eben auch schicksalshaft geführt ist. Es ist auch möglich, dass du hier auch online oder im Internet irgendwelche Sachen für dich entdecken wirst. Vielleicht kommunizierst du eben auch sehr viel über das Internet mit Menschen. Vielleicht ist es ja auch dein Business, ja, und hier solltest du eben auf jeden Fall deinen Fokus im Juli drauf haben oder wirst diesen eben auch darauf gerichtet haben. Ansonsten beginnt deine Legung hier mit den Blumen. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne, ein schöner Start, was mir auch zeigt, dass es bei dir viel um Einladungen gehen wird im Juli. Vielleicht erhältst du auch Besuche. Es geht hier aber auch um familiäre Themen. Da darfst du gerne auch mal ein bisschen genauer schauen. Und diese Besuche, Einladungen oder das Unterwegssein, was ich hier bei dir so wahrnehme, hat auch etwas mit einer Wunscherfüllung zu tun. Und es ist auch so, dass jemand, der etwas weiter von dir weg wohnt, hier dich vielleicht auch für ein paar Tage besuchen wird. Das kann übrigens auch eine geschäftliche Verbindung sein. Das muss jetzt nicht unbedingt nur im Privatleben der Fall sein. Genau, also diesen Menschen kennst du scheinbar auch schon eine längere Zeit, du bist mit dem auch schon längere Zeit verbunden und hier ist dieses Treffen auch wichtig, weil es dir nochmal neue Impulse für deine Zukunft geben wird, ja, und du vielleicht auch aus diesem Treffen eine gewisse Stärke ziehen kannst, ja, vielleicht umgibst du dich hier mit Menschen oder besuchst Menschen oder die dir halt einfach sehr, sehr wichtig sind, die dir ein Gefühl von Stabilität geben, von Sicherheit und von Rückhalt einfach, ja, und das tut auch deinem seelischen Empfinden momentan sehr, sehr gut, ja.
Ich nehme hier, du selbst legst dich in diesem Juli hier als die Königin der Münzen ins Blatt. Also das ist eine sehr, sehr mütterliche Energie. Vielleicht bist du ja Mutter oder du kreist hier viel mit deinen Gedanken auch um deine Arbeit, vornehmlich auch in der ersten Juliwoche. Hier wirst du auf jeden Fall glückliche Bekanntschaften machen, hier glückliche Treffen haben. Falls du auf ein Geschäftsmeeting gehst in der ersten Juliwoche, dann wird sich hier auf jeden Fall, hier werden sich neue Verträge bilden. Also vielleicht hast du auch Einstellungsgespräche, weil du vielleicht irgendwie im Personalrecruiting bist. Das könnte hier tatsächlich der Fall sein. Dann wirst du hier neue Verträge abschließen oder wenn du gerade in einer Bewerbungsphase bist, dass du neue Horizonte siehst oder suchen möchtest am Arbeitsmarkt, ja, dann wirst du hier tolle Vorstellungsgespräche haben und neue Angebote in deinem Leben finden. Im Übrigen kann ich das hier auch nicht ausschließen, dass du an diesem Arbeitsplatz auch Freunde hast, mit denen du eben vielleicht auch eine glückliche Zeit da verbringen wirst. Vielleicht ist es ja auch eine Tagung oder so, dass ihr einfach mal ein paar Tage geschäftlich hier unterwegs seid, ja? Wenn das so für dich nicht also in Frage kommt, weil du vielleicht schon in Rente bist oder halt einfach gar nicht mehr arbeiten musst, aus welchen Gründen auch immer, dann sehe ich hier, dass du mit einer Jungfrau, Stier oder Steinbock-Dame hier eine sehr enge Verbindung hast. Vielleicht ist es auch einfach deine beste Freundin, dein bester Freund und du wirst mit dieser Person hier sozusagen ein Treffen organisieren. Vielleicht wohnt ihr hier auch wirklich weiter voneinander entfernt. Möglicherweise gab es hier auch Konflikte oder Streitigkeiten, kann ich hier auch nicht ausschließen, dass man sich eben auch schon länger nicht mehr gesprochen, nicht mehr gesehen hat, ja, vielleicht auch schon genau ein Jahr oder auch etwas darüber hinaus. Und auch da gibt es eben Unklarheiten, die hier im Juli oder Anfang Juli aus dem Weg geräumt werden möchten. Also das kann doch einfach bedeuten, dass ihr euch treffen wollt und ihr wisst aber noch nicht genau wann. Oder möglicherweise habt ihr auch ausgemacht, zusammen in Urlaub zu gehen. Vielleicht hast du im Juli Urlaub und ihr wisst aber noch gar nicht, was ist denn euer Reiseziel eigentlich, ja? Und dieses werdet ihr aber auf jeden Fall auch bis zu dem Tag, an dem ihr die Reise startet, finden. Also da ist hier scheinbar auch ein klein bisschen Spontanität vonnöten. Des Weiteren möchte ich dir hier auch noch mitteilen, wenn du in geschäftlichen Projekten steckst, lieber Fisch, dann ist es so, dass dies auch schon seit einem Jahr eventuell möglich ist, dass du hier an einem Projekt mit mehreren Menschen arbeitest. Also das ist hier so eine richtige Teamarbeit, die ich hier sehe. Eine spezielle Sache und diese wird sich auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend, sehr harmonisch und friedlich entwickeln. Und du wirst genau das Ziel, was du vor Augen hast, mit den anderen Menschen, mit denen du hier in Kooperation zusammengearbeitet hast, eben auch auf jeden Fall erreichen. So, jetzt kommen wir mal zur Liebe. Denn es ist so, ich sehe hier halt ein König der, wo ist es hier, ein König der Münzen. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum hier auch die Alles ist gut Karte und die Lorelei fiel. Denn diese beiden Karten, wie gesagt, fielen auch schon bei der Jungfrau. Und du wirst es hier, ganz egal, ob du jetzt als Mann oder als Frau zusiehst, hier mit einem Gegenüber im Erdzeichen zu tun haben. Das heißt Jungfrau Stier Steinbock und dieser Mensch ist hier scheinbar blockiert. Vielleicht habt ihr gerade keinen Kontakt, redet nicht miteinander. Das kann auch temporär der Fall sein, ne, dass das jetzt vielleicht ein paar Tage her ist oder vielleicht auch Wochen und Monate. Jedenfalls kennst du diesen Mensch definitiv aus deiner Vergangenheit. Und es ist auch jemand, den du sehr, sehr schätzt. Das ist ein sehr wichtiger und guter Freund auch von dir. Insofern kann das auch sein, dass das hier eine Freundschaft-Plus-Beziehung ist oder sich anbahnen wollte oder sollte. Und hier sind aber noch Unklarheiten bei dieser Person, was dich angeht, ja. Es ist auf jeden Fall so, dass dir dieser Mensch ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit gibt, ja. Das ist auch jemand, bei dem kannst du so sein, wie du wirklich bist. Du musst dich hier nicht verstellen, ja. Für einige ist es hier eben auch möglich, dass das einer deiner Kooperationspartner hier auf der Arbeit ist. Ne? Vielleicht ist es ja auch dein Geschäftspartner,
und ihr habt gerade irgendwie ein neues Produkt entwickelt oder so, ja. Und auch hier sehe ich aber, dass es hier notwendig wäre, dass ihr beide miteinander in Kommunikation tretet. Dass diese Herausforderung, diese Blockade, die ich hier bei euch beiden wahrnehme, dass diese hier rausgeht. Ja, also hier geht es darum, dass man aufeinander zugeht, sich entweder versöhnt oder zumindest miteinander ausspricht, ja, oder eben du für dich eine klare Linie ziehst und sagst, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Geschäftspartner von mir und mehr kann ich mir nicht vorstellen, oder das ist mein bester Freund und es wird auch immer bleiben, aber ich will, dass das platonisch bleibt und dass wir hier nicht miteinander die Matratze vergolden. Ja, das kann hier alles der Fall sein. Und es ist auch möglich, dass ihr deswegen auch momentan nicht miteinander redet, weil hier vielleicht einer mehr möchte als der andere. Und ja, man aber hier den anderen auch nicht verletzen will und auch irgendwie nicht die Wahrheit in dem Sinne sagen will, weil man weiß, dass es den anderen Menschen verletzt, ja. Also das ist echt so. Das kann auch sein, dass du hier vielleicht einen Freund hast und der hat dich gefragt, sollen wir nicht zusammen in Urlaub gehen oder so oder eine Zeit miteinander verbringen und du sagst, nee, ich schätze und mag den Mensch zwar wirklich gern, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel eine längere Zeit mit dem 24/7 zu verbringen, ja. Und dass du dir vielleicht auch sowas nicht traust zu sagen, ja. Also schau mal bitte, das ist ein bisschen ich sag mal suspekt, diese Angelegenheit, aber hier gab es auf jeden Fall Konflikte und die werden auch in der zweiten Juliwoche hier auch nochmal nach oben kommen. Es geht hier wirklich um Sachen, die belasten euch auch beide und vor allem sehe ich hier eben auch, dass man auch einen Rückzug, dass man hier eben im Rückzug war oder einer von euch. Das muss ja nicht heißen, dass du den Mensch blockiert hast, aber ich sehe halt hier so unbeantwortete Nachrichten oder so, ne? Du hast jemandem eine Nachricht geschrieben und er antwortet nicht. Oder wenn, dann halt mit extremen Zeitverzögerungen. Auch das ist so das, was ich so wahrnehme. Ja, also da wir hier auch den Eremit haben, auch hier nochmal die starke Jungfrau-Energie, Leute. Also irgendwie muss ich das auch noch beim Jungfrau-Video mit reinwursteln oder in die Kommentare schreiben, dass hier auch das Fische-Video unbedingt anzusehen ist. Ja, weil es ist echt enorm, diese Parallelen hier. Ja, was ich hier auch noch so wahrnehme, lieber Fisch, kann es auch sein, dass, wie gesagt, du diese Person bist, die hier auch ein bisschen im Rückzug ist, die sich gerade nicht so ganz offenherzig äußert, dieser anderen Person oder dieser Situation gegenüber, ja. Also du hast dich hier so wie so ein bisschen selber in den Dornröschenschlaf gelegt, ja. Kann auch möglich sein, dass du gerade noch am Heilen bist oder dass du eben gerade irgendwie den Fokus auch auf anderen Themen hast. Ja, vielleicht bist du, wie gesagt, auch stark auf der Arbeit hier eingespannt. Ja, und ich kann dir aber nur sagen, du wirst so oder so im Juli eine wichtige Entscheidung treffen, auch nochmal hinsichtlich dieser Herzensperson. Das ist auf jeden Fall ein Mensch, der sich jetzt hier nicht ins Blatt legt als dein Vater, als dein Bruder oder was weiß ich wer, ja, sondern das ist schon in Liebesangelegenheiten auf jeden Fall ein Herzensmensch. Und wenn du jetzt hier als Single zusiehst und du hast gar keinen Herzensmensch, du hast niemanden, an den du jetzt denkst, wenn ich diese Sachen hier sage, sondern du wünschst dir eben einen neuen Menschen kennenzulernen, dann nehme ich hier wahr, dass du hinsichtlich Liebesbeziehungen in irgendeiner Art Blockade steckst und diese ist aber auch schicksalshaft geführt und bei dieser Blockade, lieber Single, geht es hier für dich darum, dass du hier eine Aufgabe zu lösen hast. Das ist wie eine Art Prüfung oder das ist wie so eine Art Karma, was du mitgebracht hast in diese Inkarnation. Vielleicht geht es bei dir ja auch um Kommunikation, dass das so dein Thema ist oder Selbstverantwortung, dass du eben nicht gerne Verantwortung in Beziehungen übernimmst. Vielleicht bist du bindungsängstlich oder auch verlustängstlich, hast also da so Thematiken eben in zwischenmenschlichen Verbindungen und das möglicherweise auch schon seit einem Jahr. Und jetzt wäre es aber hier wichtig für dich, lieber Single, zu erkennen, dass es eben außer Gefühlen und Emotionen, die du ja gerade scheinbar ziemlich stark schützt und die du auch verteidigst, ja, dass du eben auch mal in dieses andere Element der Erde schaust, nämlich in die Königin der Münzen,
die eben, wie gesagt, auch eine Person ist, die auch sehr offen und sehr liebevoll auch im Umgang mit anderen agiert. Und vor allem auch, dass es hier, dass du wieder in dich vertraust und in die Liebe vertraust. Also du hast dein Herz hier geschlossen für eine sehr lange Zeit für potenzielle Partner, die sozusagen in der Pipeline liegen, aber nicht, dieses wird kein Magnet draus sozusagen, es wird keine Anziehung draus, weil du eben hier karmisch blockiert bist noch. Und hier ist es aber so schön, dass du, dass wahrscheinlich einer deiner größten Wünsche hier ein Richtungswechsel ist. Du wünschst dir, dass du dich wieder für die Liebe öffnen kannst. Du wünschst dir, dass hier wieder diese, vielleicht merkst du wirklich selber, dass du eine Ablehnung dem anderen Geschlecht gegenüber hast. Ja, also vielleicht fällt dir das manchmal auf, wenn du mit Freundinnen redest oder mit Freunden oder halt auch einfach ganz generell im Umgang, wenn du mit Männern oder mit Frauen zu tun hast. Ja. Und du wünschst dir hier schon eine sehr lange Zeit einen Richtungswechsel. Und hierfür wäre es aber wichtig, dass du eben auch mal wieder aus dir rauskommst, ja. Vielleicht auch nicht nur aus dir rauskommst, sondern auch aus deiner Wohnung, aus dieser Komfortzone, in der du dich hier scheinbar schon eine ziemlich lange Zeit bewegst, weil du eben auch so in so starken Transformationsprozessen warst und auch immer noch bist, ja. Hey, entschuldigt bitte. Und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Genau, und wichtig dabei ist, dass du eben, wenn du Einladungen bekommst hier von Freundinnen, ne, sollen wir mal wieder was trinken gehen abends oder hast du nicht Bock mit auf das Festival zu gehen oder so, dann mach das unbedingt. Geh mal wieder raus aus deinen vier Wänden, zeig dich mal wieder in der Öffentlichkeit, weil so kannst du den Richtungswechsel, den du dir so sehr wünschst und den Partner, der dir Sicherheit und ein festes Fundament bietet, den wirst du auch noch in diesem Sommer kennenlernen, lieber Fische-Single, wenn du es eben schaffst mit drei der Kelche hier die Angebote anzunehmen, zwecks Feierlichkeiten, schöner Zeit mit Freunden verbringen. Vielleicht lernst du nämlich einfach darüber dann auch schon diesen dieses Erdzeichen hier kennen, ne? Oder diese Jungfrau Stier Steinbock. Ich sehe hier auch noch mal, also die Schlange als auch das Schiff sind auch beides Zeitverzögerungen oder dass hier auch Dinge einfach sehr langsam vorangehen. Dich ärgert es auch manchmal, ne? Auch dein Transformationsprozess, in dem du hier schon längere Zeit steckst, hier dieser, der auch auf jeden Fall auf einer Herzebene hier stattfindet, der kommt aber auf jeden Fall in Gang, ja? Also alles Schritt für Schritt. Sei hier noch ein bisschen geduldig und vor allem, lieber Fisch, diesen Hinweis solltest du wirklich für dich mitnehmen, dass es wichtig wäre, dass du eben, wenn du Einladungen bekommst im Juli, dass du die auch annimmst, ja, auch wenn du so gar keinen Bock drauf hast, tu es, ja, komm hier mal raus und du wirst sehen, dadurch platzt sozusagen wie so ein Knoten und dadurch öffnet sich auch hier deine Blockade in deinem Herzchakra. Und dazu ganz wichtig noch, mach unbedingt mal eine Herzchakra-Meditation im Juli, damit du hier auch auf dieser anderen energetischen Ebene auch dazu etwas beiträgst, dass sich dein Herz öffnet. Weil in diesem Sommer, lieber Fischergeborene, möchte hier noch etwas ganz Wundervolles für dich in Sachen Liebe geschehen. Ob das ist, dass du hier wirklich einen neuen Mensch kennenlernst, wenn du Single bist, oder ob das, wenn du in einer Beziehung oder in einer Ehe bist, dass sich hier eben wieder ein guter Freund meldet, ja, mit dem du, wie gesagt, schon längere Zeit auch nichts mehr zu tun hast, ja. Du wirst auf jeden Fall eine sehr spannende und sehr aufregende Zeit auch vor dir haben. Und mit dem König der Schwerter und mit dem Ass der Schwerter ist hier auch nochmal angezeigt, dass es aber wichtig ist, mit diesem Mensch aus deiner Vergangenheit hier auch nochmal ein Gespräch zu führen oder eine Klärung herbeizuführen. Dir wird es definitiv dadurch besser gehen. Diese Belastungen, die du hier auf Herzebene hast, die können auch dadurch besser verschwinden. Und wenn du jetzt, wenn es bei dir zum Beispiel, das wird nämlich für einige auch echt der Fall sein, hier auf einen Ex schaust, ja, und du hier,
Angenommen, du bist Single, du wünschst dir schon seit Monaten einen neuen Partner. Du bist aber hier in richtigen Unklarheiten auf deiner seelischen Ebene, was die Liebesbeziehungen betrifft. Es kommt daher, dass du ein sehr merkwürdiges Bild hast über das andere Geschlecht oder auch gleichgeschlechtlich, je nachdem, wie du schaust. Und dieses kommt eben natürlich auch daher, dass du dich versuchst zu schützen aufgrund von starken Verletzungen aus deiner Vergangenheit. Ich sehe aber, dass du dir das ja wünschst, dass hier diese Unklarheiten endlich verschwinden. Und jetzt nochmal, du kannst dazu beitragen, indem du offener wirst von deinem Herzen und indem du dich auch wieder in der Öffentlichkeit präsentierst, dass du eben auch mal wieder mit Freunden weggehst und vor allem auch, wenn hier jemand aus deiner Vergangenheit zurückkehrt, um mit dir ein klärendes Gespräch zu führen, ist es wichtig, dass du hier diese Kummer, Leid und Sorgen mit diesem Mensch besprichst, dass ihr eine Klärung findet. Und wenn dieser Mensch oder wenn du sagst, ich will dem Mensch aber nie wieder ins Gesicht blicken und ich will mit dem nie wieder ein klärendes Gespräch haben, dann führ dieses klärende Gespräch mit dir selbst. Stell dir ein Bild von dem Mensch hin und rede mit dem. Ich weiß, das hört sich vielleicht für manche echt komisch an oder so, aber das ist überhaupt nicht zum Lachen, sondern das ist so hilfreich, wie als würdest du mit diesem Menschen reden. Es gibt nämlich Personen, die einem keinen Abschluss bieten. Ja, es kann ja sein, dass du es hier mit einem toxischen Menschen zu tun hast oder dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der halt einfach selber nicht emotional in der Lage ist, Verbindungen kompetent abzuschließen, ja, weil es gibt auch so genannte Trennungskompetenzen und entweder man besitzt die oder eben auch nicht, ja. Und wenn du es mit so einem Gegenüber zu tun hast, der halt hier alles ablockt, ja, dann mach dir diesen Abschluss selber, indem du dieser Person nochmal alles das sagst, was dir auf dem Herzen liegt und dadurch verschwindet diese Blockade und du wirst sehen, dass du sogar vielleicht noch im Juli hier einen ganz neuen Menschen kennenlernen wirst, der erst dann in dein Leben treten kann, wenn du diese Herausforderung eben für dich erledigt hast. Liebe Fischegeborene, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte unbedingt einen Daumen hoch, teilt es auch gerne und schaut dir, wie gesagt, auch unbedingt dein Aszendent, Mond- und Venuszeichen an. Bis ganz bald. Namaste.